Beatrice und Lauren erzählen, wie sie beide ihre Beziehung schützen und pflegen, trotz ihres vollen Arbeitsplans und der Tatsache, dass sie nicht oft zusammen sein können. Willkommen beim Promikotenz-Kanal. Klicken Sie auf die Schandfläche abonnieren, um die neuesten Nachrichten von uns zu erhalten. In der pulsierenden Welt der Kunst, in der das Rampenlicht hellen erstrahlt und das Arbeitsleben endlos beschäftigt ist, haben Beatrice Egli und Florence Borreisen eine wunderschöne, leidenschaftliche und ikonische Liebesgeschichte geschaffen. Modellen dafür, wie man Emotionen im Kontext eines stressigen und geschäftigen Künstlerkalender. Ihr Leben ist voller Emotionen, Musik und Bühnenbeleuchtung sind unverzichtbare Bestandteile. Aufgrund ihres vollen Terminkalenders sind die beiden oft voneinander getrennt, was ihre Beziehung vor große Herausforderungen stellt. Das Geheimnis von Beatrice und Florian ist jedoch nicht nur Liebe, sondern auch Fürsorge, Verständnis und ständiger Einsatz. Eine der wichtigsten Strategien zur Aufrechterhaltung einer engen Beziehung besteht darin, den Arbeitsplan der anderen Person zu verstehen und zu respektieren. Beatrice Egli erzählt offen und ehrlich davon, wie sie gelernt haben, die gemeinsamen Momente zu nutzen, auch wenn es nur kurze Geschäftsreisen sind. Jeder gemeinsame Moment ist kostbar und wir haben gelernt, diese Momente in wunderschöne Erinnerungen zu verwandeln, teilte sie mit. Florence Borreisen stimmte zu und sprach darüber, was es bedeutet, eine schöne Zeit zu verbringen, wenn man zusammen sein kann. Selbst wenn es nur ein paar Stunden am Tag oder ein seltenes Wochenende sind, ist jeder Moment ein besonderes Geschenk. Wir lernen, jeden Moment zu schätzen, den wir zusammen verbringen können, sagte er. Flexibilität und die Bereitschaft, Arbeitspläne anzupassen, sind ein wesentlicher Bestandteil ihrer Strategie. Beatrice und Florian haben gelernt, sich an die Zeit anzupassen und seltene Gelegenheiten zu nutzen, um Kontakte zu knüpfen und besondere Momente zu teilen. Manchmal kann es eine Herausforderung sein, getrennt zu sein, aber es ist auch eine Chance für uns, stärker zu werden und gegenseitige Akzeptanz und Verständnis an die erste Stelle zu setzen, betonte Beatrice. Die beiden erzählten auch davon, dass Arbeitsdruck und öffentliche Aufmerksamkeit ihre persönliche Beziehung nicht beeinträchtigen sollten. Beatrice Egli sprach mit aufrichtiger Miene von der Notwendigkeit, den Teil ihres Lebens, der ihnen gehört, davor zu bewahren, durch unerwünschte Aufmerksamkeit gestohlen zu werden. Wir wollen immer einen Teil unseres Lebens für uns behalten und nicht für die Öffentlichkeit. Es ist unsere Freiheit und unser persönlicher Raum, den wir immer bewahren, teilte sie mit. Auch Florence Borreisen ergänzte diese Idee und sprach darüber, wie wichtig es sei, Grenzen zu setzen und nicht zuzulassen, dass äußere Faktoren in die Beziehung eindringen. Wir lernen, Grenzen zu setzen und nicht zuzulassen, dass Gerüchte und der Druck der Gesellschaft unsere persönlichen Beziehungen beeinflussen. Diese Freiheit und der Schutz des guten Umfelds helfen uns, ein gesundes emotionales Umfeld aufrecht zu erhalten, teilte er mit.